Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Da hängen sehr viele Typen an der Wand. Warte mal. Planänderung. Ich wollte eigentlich nur oben weiter, aber jetzt habe ich gerade andere Pläne entwickelt. Ach ja, die Bücher. Die Bücher! Ich denke da halt da nur die Hälfte der Zeit dran. Boah, der ist halt so nervig wie keine zweiten Gegner in dem Spiel. Das war es wert. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob es das wert war. Eine Titanit-Schuppe. Nein, war es nicht. Ja, wir haben es schon verstanden mit den Büchern. Ja, meine Güte, die Bücher. Ich habe es schon verstanden. Die Leiter war ja beim Kristallreisen. Oben war irgendwo ein Dach, wo ich nicht weiß, wie du drauf kommst. Von oben vermutlich. Weil es ein Dach ist. Bücher. Ist da eine Tür? Schaut so aus wie Tür. Ah, schon wieder so einer! Mit oder ohne Bücher? Ja. Kann man sich dran erinnern, wo war's? Noch ein starker Gegner war damals. Und seine komischen Chabos hier. Jetzt haben wir mal Rüstung von denen abgestoppt. Was kann der? Eis wahrscheinlich. Ey, Fluch- und Blutresistenz aller Nordrüstungen ist einfach komplett am Eimer. Aber dafür ist das Gewicht extrem niedrig. Aber dafür die magischen Resistenzen sind schon ziemlich hart im Eimer. Seelenstrahl. Was ist das denn schon wieder? Das ist wieder so Kerzentyp. Seelenstrahl. Das hier. Von den ersten Gelehrten weitergegeben. Lothric, das große Archiv, Kinderschuhe. Sintflutartige Seelensalbe. Alles klar. Ist hier noch eine Tür? Nö. Damals, wo die Typen noch stark waren. Man verkackt immer noch die Nummer das mit dem Abrollen. Jetzt fehlt hier nur noch irgendwann Mimik. Ach, warte mal, das kenne ich doch.
kenne ich doch. Oder auch nicht. Wo führt denn der Aufzug dann hin? Naja, fast. Okay. Bücherregal ist Geheimgang. Didn't see that coming. Übersee. Sind wieder so Kerzen, Heinis. Da, direkt in die Kerze, sage ich dir. Schon ja gar nicht scheiße aus oder so, wenn ich mir das gerade so anschaue. Das ist nicht jedes Mal einfach haarscharf. Ja, was zum Geier? Sind die verfeindet mit den Büchern oder warum schießt er denn? Wieder keine Pfeile mehr. Weil in letzter Zeit da sehr viele Gegner kommen, wo ich Pfeile für brauche. Aber diesmal habe ich 200 auf, habe ich noch 100 auf Reserve. Also die Bibliothek weiß an Mann macht da nicht wirklich viel mit dem Zeug. Das sind welche verfeindet mit den Geisterhände. Da! Ah! Hände! Alter, scheiße, Mann, wie viele Hände. Sag mal. Really? Really? Echt jetzt? Alles klar. Okay, ich darf mich nicht bewegen, wenn die Scheiße auf mir drauf ist. Gut zu wissen. War das nicht beim Verfluchtsein so, dass die Seelen noch an Instant weg sind? War das nicht so? Wenn ja, nein, ist das ein schlechter Witz jetzt mit der Nummer. Ist die falsche Richtung. Muss man angewöhnen, die Dinger direkt nach unten zu schicken. Eigentlich müsste ich jetzt ein maximales Leben auch wieder verloren haben, ne? Das war doch so. Gibt Aushöhlung auf. Aber nur vorübergehend. Boah, Alter. Okay, im Serai hat das sich ansonsten so. Ah, das tut. Die Falle war fies und die hat mich auch erwischt.
Und warum hat das nicht getroffen? Das gebe ich denen. Der Volle hat mir erwischt. Zur Sicherheit. Ich kann das Geräusch nicht mehr hören, ne? Natürlich hat er getroffen. Diese Hände konnte ich auch langsam nicht mehr sehen. Die anderen finden es immer noch cool, aber trotzdem gehen sie mal auf den Sack jetzt langsam. Ja, wir haben es doch verstanden, meine Güte. Es ist ja nicht zu fassen. Fluchbeißerring, ja, warum gibt's denn wohl hier? Scheint immer sehr geholfen zu haben, der da drin war. Wo sind wir jetzt da? Fleischbiss. Giftblutung, Kälte. Generelle Resistenzenring. Ja, was ist generell? Ja, generelle Naturresistenzen, nenn ich es mal. Fluch, Natur. Genau. Ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Von oben. Also zumindest von außen, aber nur einmal. Außen kommt wieder da hoch, von oben kommt wieder da runter. Alles klar. Es sieht genauso aus wie das unten. Na, zur Sicherheit. Gargoyles kann man nicht vorsichtig genug sein. Die gibt es in allen Größen und Formen. Aber die die Konstante bei denen ist. Es ist so nervig wie die Hölle. Wobei es in der Hölle angenehm warm sein dürfte, zu jeder Jahreszeit. Ja, was passiert hier jedoch? Warum hast du Knochenkopf? Also Flammenhammer. Es ist tatsächlich ein Hammer. Es ist tatsächlich ein Hammer. Titanitbrocken. Jetzt dürfte auf jeden Fall genug haben zum Aufbessern. Ja. Verarmol definitiv. Zweimal bezweifle ich eher, aber im Zweifel. Noch ein paar von den Dingern und dann können wir Formativflamme auch nochmal auf fast 10 hauen. Mal 9 und 9. Für was genau ist das hier? Ah. Konnte da wieder hoch? Jemand da kann fliegen. Dann bist du so wurscht sein, dann kannst du da unten bleiben. Mir irritiert es, dass sie einen Knochenkopf haben. Es hat mich weniger irritiert, was sie überhaupt keinen Kopf hatten.
Noch ein Titan gedrucken. Ja, war zu schön gewesen, wenn keiner mehr kommt. Ja. Warum landet mir eigentlich heute alles auf dem Kopf? Warum wusste ihr, dass das passiert? Weil das logisch war, dass das passiert. Mir landet heute einfach jeder Scheißgegner, der irgendwo runterspringt, auf den Kopf. Seht mal auf die letzten paar Folgen. Jeder einzelne Gegner ist mal auf den Kopf gesprungen. Ich hab das Ding wieder nicht runtergeschickt. Geh weg! Gut, dass das Ding hier nicht 3 Jahre braucht, bis es da ist. Ja, kotz ruhig rum, ist mir egal. Jetzt ist der gebrochene Gargoyle wieder da. Nur das paar 102 waren das eigentlich nur, ne? Willst du mir verarschen? Bleib hier, du Blödsi. Die Seelen habe ich nicht gekriegt von dem, ne? Das hat einfach nur. Hat einfach nur den Senkrechtstarter auch reingemacht und ist abgehauen. Irgendwo in den. Der hat sich in den Weiten des Äthers irgendwo entfernt. Er ist in die Tiefen des Äthers verschollen gegangen. Wieso ist es wurscht sein? Das hatten wir ja schon mal. Das hatte ich schon mal mit einem schwarzen Ritter geschafft, den irgendwo in den Äther zu katapultieren. Cool, dass das Sonnenfinsternis. Eigentlich war der Plan, dass du runterfällst. Das ist ein fetter Drecksbastard. Was mir sowas wie es jetzt nicht ab, aber wenn du von vor ihm noch hinter ihn wechselst, dann will ich jetzt ab. Warum ist die Leiter überhaupt hier?
meine, dass man da wieder hoch kann im Zweifel, aber. Ah ja, die Echse. Sind inzwischen wieder da? Nö, das ist einfach weg. Also die bugfreie Ward kriegt Dark Souls 3 auf jeden Fall nicht. Gut, das würde kein einziges Dark Souls kriegen, eine bugfreie Ward. Funktioniert das denn mit jedem? Nee. Mal so ein Hammer. Das war der Hammer. So. Nur damit das auch mal wieder gemacht ist. Und jetzt? Mir fällt gerade ein, ich habe noch am Weg vergessen. Bei der einen Mauer oder runterspringen. Das ist ewig lang her. Bei Faruns Wachhund in der Nähe. Die Mauer runterspringen habe ich komplett vergessen. Rote Knochensplitter, okay. Darauf erstmal ein Tritt. Noch in so ein Kerzenbecken. Warum sollt ihr das tun? Ganz ehrlich, wieso sollt ihr das tun? Und jetzt? Wieso haben wir das getan? Boah, die sind so selten nervig. Ich hasse euch. Boah, Alter. Boah, Alter, verbrenn doch einfach in der Hölle, echt. Verbrenne, stirb. Mann. Davon, weil Applaus, Applaus im Treppenhaus, da hatten wir halt noch nie genug von. Oh gut, das ist so ein Kristallheini. Macht doch was. Mal interessanterweise trotzdem Blitzschaden. Muss ich die Zenitscheibe. Kann mir irgendjemand erzählen, warum ich meinen Kopf drin das Wachs getaucht habe? Sind ja die Brocken, zwei Stück. 12. Na, ja, jetzt reicht's auf jeden Fall. Jetzt brauche ich die langsam Schulden. Echt jetzt? Wieso wird das getan? Mit hier raus in den Raumgang, da ist nichts. Na gut, hätte was sein können. Warum kann er gegen das Fenster einschlagen? Ich check das nicht mit dem. Wieso wird mein Kopf da reingetaucht? Ich verstehe es nicht. Wieso wird das getan? Warum schaut die Statue drüben so aus, als würdest du mir den Kopf abhacken wollen?
Was ist das denn für eine scheiß Statue? Das muss doch irgendeinen Sinn haben, dass sie das machen ob können. Man schaut scheiße aus, das ist schon mal der Sinn, aber. Das schaut sogar richtig scheiße aus. Ist wieder weg. Hilft das, dass man nicht gewachst werden kann, oder? Hey, da hat er Fahrradrüstung. Hättest du sowieso Gegner. Hättest du direkt gemacht, ne? Hättest du einfach gemacht. Weil ihr wollt sicher gehen. Das mit dem menschlichen Gegner, das ist relativ neu. Ach, alle drei sogar. Alle klar, Faron, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Tja, Schiss, Faron. Au. Du bist auf jeden Fall mal richtig erneuigend. Goldschwingen Wappenschild. Unikiri und Badashi. Ja, zwar Schwerter. Hübsch. Mein Saft geht schon wieder zu Neige. Die Säfte kräft. Und den Magier da drüben, den holen wir uns jetzt im Nahkampf. Der hat einen Kristallweisenstab, das heißt nichts Gutes. Oh, what bitte? Also, das ist nur das Homing-Zeug. Boah, du bist ja richtig schön nervig. Bist ja fast so nervig wie das Kristallweise selbst. Stab des Kristallweisen, passend dazu. Was kann der kristallisieren? Schenken die Kristallweisen. Ach, das sind Beere davon. Ihrer Lieblingsschülerin Krimmelt. Krimmelt, aha. Erhöht die Zauberkraft auf Kosten eines erhöhten FP-Verbrauchs für Fähigkeiten. Ah. Ich möchte jetzt schon gerne mal ein Leuchtfeuer wieder sehen mit dem dezenten Seelenzuwuchs, den wir so hatten. Drittisch müsste. Ja, die Tür hinter mir sein. Und da waren wir ja noch gar nie. Wofür war das andere Ding? Das ist die Frage. Hey, da hinten ist das letzte Leuchtfeuer. Jetzt sind wir nur so bescheuert. So, dann gehen wir wieder eine Runde Geld ausgeben. Ich würde gerne mal gern meinen Saft der Kraft wieder auffüllen. Ich würde sehen, was denkt. Das ist Apfelschale. Gell, was hält er dort? Was hart. Sonnenlichtschild, das können sich verpissen. Die Dinger können sich auch verpissen. Schon ziemlich nice, es kann weg. Ist auch nice, es kann bleiben. Ah, schön, Mann! Lagerkiste. Alter Mau, untote Knochensplitter, bevor ich es wieder vergesse. Ha!
Aha! Ultimatives Leuchtfeuer. Ultimative Estus-Flakon, 10-10, das war's. Das konnte rein, das konnte rein. Konnte rein. Der kann auch da rein. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. So geil so ausschaut. Schade. Die Fluchassistenz, die hätten mir in der Bibliothek als Beispiel gekillt, hätte ich es doch gemacht. Naja, egal. Ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe inzwischen keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt sind und wo wir hingehen. Aber schon nichts Neues. Tschüss.